Die Staatsanwaltschaft Braunschweig weitet ihre Ermittlungen gegen den Volkswagen-Konzern aus. Das meldet die Wirtschaftswoche. Bereits Anfang März habe es im Unternehmenssitz in Wolfsburg weitere Durchsuchungen gegeben. Wegen des Verdachts der Marktmanipulation sei ein neues Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden, berichtet die Wirtschaftswoche mit Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Offenbar geht es unter anderem um den Verdacht falscher Verbrauchsangaben. Die Staatsanwaltschaft stellte in den VW-Räumlichkeiten Unterlagen sicher, die nun ausgewertet werden. Es werde geprüft, ob Mitarbeiter des Konzerns grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.